Touri 2 TV, das Branchenfernsehen. Powered by 7Loud, die Zukunft des Fernsehens. Christian Nagel, promovierter Wirtschaftsingenieur, ehemaliger McKinsey-Mann, Gründer, Co-Gründer und Partner bei Early Bird, einem Seed-Finanzierer, einem Frühphasenfinanzierer. Ist denn das Geschäft mit Startups jetzt in der Krise tot? Also das Geschäft ist eigentlich nicht tot, muss man sagen. Es ist schwieriger geworden. Schwieriger insofern, dass es eigentlich für Gründer weniger Wettbewerb gibt momentan. Aber wir sehen auch, wenn man zurückguckt, dass eigentlich gerade in solchen Phasen letztlich die Gewinner von morgen entstehen und auch investiert werden. Sie hatten unter anderem Tipp24 mitfinanziert, dann auch Interhyp, eine Online-Plattform für Finanzbeteiligung. Ist das so richtig? Das ist richtig, genau. Okay. Wo würden Sie jetzt oder was sind die nächsten Dinge, die kommen? Internet, klar, aber wo da genau? Also wir suchen immer nach Themen, die letztlich irgendwo etwas verändern, die irgendwo revolutionär sind. Interhyp war damals revolutionär, weil eben das erste Mal ein Broker-Modell mit dem Internet, mit der effizienten Abwicklung des Internets zusammengebracht worden ist. Tipp24 in gewisser Weise auch, weil man musste nicht mehr zum Kiosk gehen, um seinen Lottoschein abzugeben. Man wurde auch erinnert, wenn man konnte den Schein nicht mehr verlieren eigentlich, weil man erinnert worden ist sozusagen an den möglichen Gewinn. Das heißt, alles Modelle, die irgendwo einen revolutionären Charakter haben. Was es genau sein wird von morgen, wissen wir nicht, weil wir letztlich auch ja natürlich nicht gerade Gründer in dem Sinne sind, aber wir suchen eben Themen, die was verändern. Und wir sehen momentan sehr viel im Bereich mobile Applikationen, weil doch es jetzt so wird, dass die Bandbreiten günstiger werden im Mobilbereich. Gerade wenn man Datenpakete kommen mehr und mehr, das heißt auch Kids können irgendwann günstig das Internet nutzen. Und da kommen, glaube ich, viele Geschäftsmodelle, was Location-Based Services Geschäftsmodelle anbetrifft. Das heißt, die auch viel zielgerichtetes Marketing ermöglichen. Da kommt eine ganze Menge und da sehen wir viele Konzepte. Und nicht alle Konzepte werden auch vom Internet sozusagen rüberschwappen in die mobile Welt, sondern werden neue Konzepte entstehen. Die andere Seite von der Startup-Finanzierung ist der das Geld gibt. Ist genug Geld da oder ist das jetzt im Zeichen der Finanzkrise auch knapp geworden, das Geld für Startups? Also man muss sagen, das Geld ist knapper geworden. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir letztes Jahr einen neuen Fonds geraced haben. Das heißt, wir haben Geld zum Investieren, was schön ist. Aber das Geld ist schon knapper geworden, muss man klar sagen. Das heißt auch wiederum für die Gründer, lieber mit weniger Geld ankommen, lieber weiterentwickeln, soweit wie es geht. Aber das Geld ist knapper geworden, eindeutig. Das ist die negative Medaille. Bei uns führt das dazu, dass wir momentan sehr, sehr viele Konzepte sehen. Und ausgewählt mehr auswählen können, aber das Geld ist auf jeden Fall knapper geworden. Das wird sicherlich auch eine Zeit von 1 bis 2 Jahren dauern, bis sich das ändert. Aber Sie haben Geld zu investieren, Sie haben Geschäftsmodelle, die Ihnen vorgelegt werden. Nach welchen Kriterien wählen Sie aus? Wem geben Sie das Geld und wem nicht? Wir sind so, dass wir in Geschäftskonzepte investieren wollen, die, ich sag's mal jetzt angelsächsisch, Breakthrough sind, die also irgendwo die Welt verändern, die irgendetwas machen. Das hört sich jetzt groß an, aber das kann sich schon auf einem deutschen Markt sozusagen auf einen deutschen Markt beziehen, wo halt Dinge wirklich verändert werden. Und zwar nicht in inkrementaler Weise, also nicht die 1-2% Verbesserung, sondern in großen Schritten. Und danach gucken wir. Das ist eine wesentliche Voraussetzung, damit wir uns überhaupt Themen anschauen. Der zweite wesentliche und im Endeffekt sogar fast noch wichtigere Punkt ist das Team. Wie gut ist das Team wirklich? Letztlich basiert unsere Entscheidung sehr stark nachher auf dem Team. Das heißt, wie gut ist das Team? Trauen wir dem Team wirklich zu, das umzusetzen? Getreu der Devise, lieber ein gutes Team mit einer mittelmäßigen Idee als umgekehrt. Und wenn Sie das Team angucken, nach welchen Kriterien beurteilen Sie das? Dann muss es eben ein Team sein? Würden Sie auch eine Einzelperson Geld geben? Oder ist eben heutzutage ein Startup am besten als Teamwork zu machen? Naja, ein Einzelperson ist kein Unternehmen in dem Sinne, sondern kann auch als Einzelperson agieren und kann auch ein erfolgreiches Geschäft aufbauen sozusagen um sich herum. Was wir eben suchen, sind skalierbare Geschäfte, die sehr schnell auch groß werden. Und um groß zu werden, braucht man Organisation. Und ein Team hat schon mal zumindest mal einen Ansatz bewiesen, dass es irgendwie zu sich zusammenarbeiten kann. Das sind auch genau Themen, die wir prüfen und die wir in verschiedenen Meetings letztlich auch versuchen, durch verschiedene Involvement von verschiedenen Personen herauszufinden, in einer kurzen Zeit. Geht nicht immer, aber das versuchen wir zumindest. Und wenn ein Team schon mal gezeigt hat, dass es eben auch andere Leute attrahieren kann, ist das eigentlich schon eine Grundvoraussetzung, um eine Organisation aufzubauen. Denn was heißt eine Organisation aufbauen? Heißt letztlich auch zu verkaufen, Leute irgendwie reinzubekommen in eine Organisation, Leute irgendwie mit Verträgen ausstatten und so weiter. Also die ganzen Basisthemen, die sind denn schon mal da gewesen oder haben sie schon mal gezeigt. Deswegen eben eher Team als Einzelperson.
Audi2TV, das Branchenfernsehen.